Hallo und herzliche Willkommen, sagen mein dicker, fetter Fan und ich hier von unserem Hof auf dem wunderschönen Projekt oder in dem wunderschönen Projekt LS22 Playtest Folge 119. Schön, dass du persönlich vorbeischaust und guckst, was wir hier wieder für einen Blödsinn machen. Der Kollege fährt zum Reparatur machen diese und das hier scheint auch so halbwegs zu funktionieren. Letztlich müssen wir früher oder später mal wieder in größere Maschinen. Aber was wir jetzt erstmal machen wollen, ist natürlich in weitere Felder und vielleicht auch irgendwie... Haben wir denn hier noch einen Trecker frei? Ja, wenn wir noch einen Trecker frei haben, dann brauchen wir keinen weiteren. Trotzdem immer mal hier in die Sonderangebote reingucken. Vielleicht ist ja gerade einer da. Nein, hier ist nur ein Güllefass mit 21 Kubik. Ja, und was mir als Trecker vorschwebt, ist halt, dass wir alles Mögliche mal testen. Das wäre in dem Fall dann hier nochmal der Kollege... Würde der zum Füttern schnell mal hier reichen, würde er, glaube ich. Ich weiß nur nicht, wie wir den beladen. Oder halt so ein alter Bührer, ne? Der reicht ja auch. Der kann ja auch mal da einfach so rumfahren. Oder ein Iseki haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Was auch immer das ist. Und ansonsten geht es ja hier hinten, wird es teurer. Oder der alte Fiat, den haben wir aber schon gehabt. Und den IH haben wir auch schon gehabt. Und den Steyr haben wir auch schon gehabt. Den Bührer haben wir natürlich auch schon gehabt. Aber der Bührer müsste eigentlich das sein, weil es ist ja dieses ganze Projekt in diesem Jahr 2022 über 10 Jahre Garderobe bei YouTube und Landwirtschaftssimulator auch vielleicht der Punkt, wo man darüber mal nachdenken sollte. Wie viel kostet der? Der Bührer. Und der ist noch gar nicht mal so schwach, ne? Der hat 100 PS. So einen kleinen Wagen zu ziehen, reicht das allemal. Und der hier hat... 75. Ja, können wir uns überlegen. Im Moment haben wir ja noch einen Trecker frei. Wir hatten allerdings auch schon Episoden hier, wo das nicht der Fall war, wo es dann hier knapp wurde, ne? Ja, aber wir müssen die Hühner füttern, wir müssen noch Ballen sammeln und, was ich ja eigentlich für diese Folge versprochen habe, wir müssten, beziehungsweise nicht für diese Folge, sondern eigentlich schon für die letzte, wir müssten uns um die Trauben kümmern. Da weiß ich nämlich immer noch nicht, wie, wann wir was machen müssen, aber das finden wir gleich raus. Wir haben den Mulcher. Ich habe schon gesehen, da ist wieder Gras gewachsen. Können wir ein bisschen mulchen und grubbern. Ist wahrscheinlich doppelt gemoppelt, oder? Wir machen es trotzdem mal, gucken, ob das schadet. Was ich auch gucken wollte, ist, kann man jetzt sehen, wie das mit den Reifen funktioniert? Ich habe das, glaube ich, noch nicht selber angeguckt. Bin mir nicht sicher, ich weiß es wirklich nicht mehr. Und wir müssen nochmal wieder Milch wegbringen. Und wir brauchen eine Molkerei, weil... Der Milchtank, der müsste auch so langsam voll sein. Ja, seht ihr? Also die fahren mitten drüber. Das ist eigentlich ganz gut. Und wir müssen uns wahrscheinlich überlegen, dass wir dann nochmal wieder ein Getreide nehmen, welches noch die Hühner fressen. Wobei, wir haben so viel für die dicken Eier. Ups. So. Ja, 101.000 Weizen. Das Ziel wäre dann wirklich, dass wir so einen kleinen Abfahrer haben, der das immer automatisch macht. Den stellt man dann irgendwie an und dann vergessen wir das nicht und der kann dann immer schön hier hin und her fahren. Ich habe, wie gesagt, überlegt, das mit dem kleinen Buggy zu machen, also mit dem... Na, ihr wisst schon, mit dem... Mahira, heißt der, ne? Aber ja, das war irgendwie nicht wie gewünscht. So, dann gucken wir mal kurz nach den Tieren. Ja, ich habe überlegt, ob wir wirklich die ganze Milch zur Molkerei fahren. Hat die denn noch Milch? Oh, der Käsebehälter ist dann ganz voll. Tja. Aber es ist auch noch so viel Milch da. Wir müssen da wirklich mal drüber nachdenken, ne? Wie viel haben wir hier? Guck mal. Der Milchtank ist komplett voll, ne? Das ist das Problem. Also wir müssen irgendwo noch eine Molkerei aufbauen. Das heißt, wir müssten also als nächstes, die nächsten beiden strategischen Ziele sind, eine Molkerei aufbauen und
Ne, damit wir die Milch verkaufen können wieder. Ich weiß, wir können das automatisieren, aber ich will das nicht. Ich will hier so ein bisschen den Überblick bewahren. Also Molkerei aufbauen und natürlich dann in Felder investieren, ne? In größere Felder. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal angesagt. So, Wasser läuft. Der läuft. Häckseln scheint er gerade wegzubringen. Dann sind wir da mal gespannt, ob es funktioniert. Und wir widmen uns jetzt mal, wie eigentlich versprochen, den Trauben. Mann, kommt ja zu nichts. So. So, da haben wir jetzt zum B-Schneiden, glaube ich, das war, wenn die Blätter braun geworden sind. Oh, die sind ja braun geworden. Und das hier sieht... Na gut, wenn wir jetzt dieses Grubbermulcher-Ding benutzen, dann müsste es ja eigentlich reichen, ne? Was sagt denn die Map? Wir schauen mal drauf. Die Map sagt... Die Map sagt... Die Map sagt, muss gepflügt werden und natürlich muss gedüngt werden, klar. Da machen wir das mal. Ich komme mir ein bisschen vor wie auf Chateau Picard hier, muss ich auch sagen. So, also, wir nehmen den da hinten und nicht den Mulcher, sondern den da. Das hier irgendwie geht. Eine Halle wollten wir auch noch bauen, ne? Ich erinnere nur dran. Geben wir einmal kurz mit der Maschine einmal schon quer durchs Wohnzimmer. Das ist auch immer sehr, sehr wertvoll, dieser Beitrag. Und dann nehmen wir den da hinten. Packen wir hinten dran. Ja, es wird Zeit für eine eigene Halle. Ja, und es ist kein Traubentrecker eigentlich, ne? Finde ich interessant. Das ist so ein bisschen wie bei Blizzard, die immer in der vorherigen Erweiterung klare Hinweise einbauen, dass die nächste Erweiterung wahrscheinlich Dragon Island sein wird. So gehe ich jetzt mal relativ sicher von aus. So, und dann laden wir mal ganz kurz die Milch ab und gucken, was hier... Und das scheint gut geklappt zu haben, mehr oder weniger. Ja, kann man so sagen, ne? Gucken wir mal kurz, was macht die Milch. Die laden wir mal ab. Jetzt wieder den Motor starten. Ja, was ich auch noch bemerkt habe, ist, bei unserer Bäckerei kriegen wir ein Problem. Wir müssen ganz dringend mal wieder normales Getreide anbauen, wenn wir es nicht für die Hühner machen, sondern für unsere Mühle, weil das Mehl geht alle. Und ich habe schon überlegt, wenn wir wirklich hier so als Wirtschaftssimulation spielen wollen, ob das möglicherweise möglich wäre, dass wir eine Mod installieren, die ermöglicht, fehlende Produkte zur Produktion nachzukaufen. Und dann habe ich mir überlegt, naja, eigentlich wäre das ja nicht so unser Style, ne, wenn wir ehrlich sind. Weil wir fahren ja auch zum Beispiel hier die Sachen einzeln hin und her. Und ja, von daher wäre das dann irgendwie, das wäre eine ganz andere Herangehensweise und das wollen wir eigentlich nicht. Ja, sieht gut aus, ne? Hat er beim ersten Mal schon ziemlich schön platt gefahren. Kann man, glaube ich, mit leben. So. Jetzt lass mich kurz mal nachdenken. Wir haben... Ja, wir könnten das eigentlich schon mal machen hier. Sollen wir versuchen, das mittig zu machen und trotzdem noch die Dinger mitzunehmen, ob das geht? Dann machen wir mal Folgendes. Wir machen hier hinten den runter. Bis... Ja gut, aber ich habe doch hinten runter... Okay, das geht. Und dann fahren wir mal hier so durch. Ich meine, das wäre richtig. Es sieht halt so aus, als würden wir jetzt alles kaputt machen, oder? Als würden hier nie wieder Trauben wachsen, ehrlich gesagt. Sieht das genau so aus. Ein bisschen Sorgen, dass wieder das Call nicht funktioniert. Ah, ne, er berechnet, sehr gut.
keine Ahnung, sonst muss ich nochmal wieder den Patch nochmal rückgängig machen. Ich spiele immer mit der neuesten Version. So, wir haben noch was vergessen, was wir noch machen wollten. Es ist echt, hier ist richtig viel los. Und zwar, damit wir den Müsli herstellen, müssen wir noch was anliefern. Und das machen wir jetzt. Weiß nicht wie viel, deswegen nehmen wir einfach nur mal den kleinen Anhänger. Der dürfte ja für die Produktion reichen. Da gehen ja irgendwie 8000 rein und Produktionsspeicher, zum Beispiel bei der Bäckerei waren es 7000. Wir haben es eigentlich schon zu viel. So. Und zwar, ihr ahnt es schon, das bringen wir mal zur Müslifabrik. Dann können wir hier so lange weitermachen. So, dann mal hier die andere Seite. Mal so vielleicht. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir hier in der Tat nochmal eine Reihe dazu machen. Das Problem wird dann nur das Sinken sein, ne? Dass die dann gleichmäßig dann ranwachsen. Da wird, entweder werden drei Reihen verdorren oder eine. Und dann würde ich eher eine Reihe verdorren lassen und dann gemeinsam wieder pflanzen. Ich hoffe, das geht. Wenn wir da jetzt noch eine Reihe zu... Weißt du, wie ich meine? Natürlich weißt du, wie ich meine. Du bist ja nicht doof. Das müsste man dann halt mal schauen. Wie ich das am geschicktesten anstelle. Muss ich mir meinen Kopf noch ein bisschen zusammenrendern. So. Weil so viel Arbeit, wie ich zuletzt darüber geklagt habe, ist es ja jetzt auch nicht, ne? Wir müssen halt gucken, was wir jetzt damit verdienen, also mit dem Anbau des Müslis. Dem Anbau des, also... Hoffentlich, dass keiner gehört da draußen. Über eine 250.000 Abonnenten. Wird wohl hoffentlich keiner mitgekriegt haben. Da gab es übrigens mal wieder die Fragen, was ist denn eigentlich los so, ne? Wie kommt denn das? Das liegt an YouTube. Also YouTube entscheidet halt zum Beispiel, wenn du ein Abo da lässt, ob du dann auch die Videos eines Kanals, die du abonniert hast, angezeigt bekommst oder nicht, weil YouTube dann sagt, ich weiß es trotzdem besser. Ne? Und ich stelle mir immer vor, ich abonniere den Fokus, den Stern, den Spiegel oder irgendeine andere dieser Zeitschriften und die Post entscheidet dann, ach, lief ruhig gar nicht aus. Ne? Ist halt, daran mag es liegen, dass viele der Zuschauer, die meinen Kanal seit vielen Jahren abonniert haben, gar nicht wissen, bis jetzt noch nicht, ist kein Scherz, dass hier zum Beispiel wieder LS läuft. Ne? Das ist durchaus, ist es denkbar. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, zu welcher Begeisterung das bei YouTuberInnen führt. Richtig, zu keiner. So, ja gut, dann haben wir den Vineyard soweit komplett. Wie gesagt, hier müsst ihr noch so kleine Scheune hinbauen. Ich wollte euch noch zeigen, was ich hier gebastelt habe, ne? Gehen wir da mal kurz gucken. So, ich habe das hier so ein bisschen wieder angeglichen. Jetzt ist hier noch so ein bisschen Beton und der Hobel ist halt weg, ne? Ja, machen wir mal schön ein bisschen ausgeglichen. Da kommt dem zugute, dass ich durchaus mit in Engines schon mal so ein bisschen rum, auch selbst rumgeskalbt habe. Selbst gewoppt habe, selbst ge... Ich erinnere mich noch, es gab so Engines, da musste man wirklich jede, also da konntest du keine Flächenzusammenlegung machen und wenn du dann das hier wirklich so hattest, dass das hier so ein Polygon war, ne, so eins jetzt, ne, blöd gesagt, eine Polygonfläche, dann musstest du wirklich jede einzelne Fläche anklicken und konntest nicht zusammen auswählen. Das gab's mal, ne? Wir hatten ja nichts. Nicht so wie heute einen Brush nehmen oder die ganze Fläche gleich dahinsetzen oder so. Nee. So war das. Kann ich das eigentlich hier aufmachen? Nicht. Gut.
Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir hier eine weitere oder zwei, eine oder drei weitere Reihen reinpflanzen. Weil das ist ja bei weitem nicht genug Wein für den Müsli. Und gucken dann auch, ob das Gebiet hier weitere Bedürfnisse hat hinsichtlich Düngung, Beflügung und so weiter. Und wir befüllen die Müsli-Fabrik, denn ja, Müsli wollen wir haben und gucken, wie das weiter mit dem Häckseln läuft. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Das kann eigentlich nur schief gehen. Euch wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.